Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu einem neuen Championat. Heute geht es zum Silverglade Championat mit einem Level 1 Pferd, denn ja, da kann man auch schön üben. Und ich nehme heute Candlelight mit, natürlich nachher voll in Strahlung von Halloween, weil es dann am schönsten aussieht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Candlelight beim Championat von Silverglade mit Level 1 abschneiden wird. Ja, werden wir es überhaupt ins Ziel schaffen? Werden wir failen? Werden wir überhaupt irgendwie über die Hindernisse kommen? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. That's all I need. Und da stehen wir auch schon beim Silverglade-Championat. Es sind noch ein paar Minuten Zeit, in der wir hier noch ein bisschen quatschen werden. Und ja, hier haben wir Candlelight. Und ich mag dieses Halloween-Pferd einfach so unglaublich. Aber Candlelight ist Level 1, denn ich habe noch kein einziges Rennen mit Candlelight gecandelt. Und das Championat wird das erste Rennen für Candlelight sein. Ich bin gespannt, wie wir da abschneiden werden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Außerdem ist die Laune von Candlelight auch nicht so besonders gut, also auch noch zusätzlichen Hindernis dazu. Denn Candlelight war seit Halloween nicht mehr draußen und das macht sie natürlich echt schlecht gelaunt, ganz klar. Und trotzdem schauen wir mal, wie wir abschneiden werden. Das wird ein echt gechilltes Rennen werden. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt so richtig durch. Und ja, drückt einfach mal die Daumen. Die Pixels, ein paar davon, sind auch mit dabei. Unsere Eva und unsere May. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, Zeit läuft ab. Let's go. Es ist soweit, die Gruppen werden eingeteilt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auf Gruppe 2, denn es sind relativ viele Leute da. Und wie gesagt, Candlelight. Ja, Gruppe 1. Ah, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, weil ich schon Level 21 bin. Aber vielleicht sind noch gar nicht genug da für zwei Gruppen. Ich weiß es nicht so genau, aber ich denke mal, ja, das hat auf jeden Fall was mit meinem Level zu tun. Aber ist in Ordnung, denn Eva macht auch mit und ihr Pferd ist auch erst Level 4. Die gute Melody. Da würde ich sagen, schauen wir mal, was passiert. Und gibt es hier noch mehr Pferde mit Level 1? Ich kann es gerade nicht so... Nein, gibt es nicht. Okay, kein Problem. Ich würde sagen, los geht's. Ja, Candlelight ganz vorne mit dabei. Und sie kann fast gar nicht starten. Los geht's. Okay, ganz gemächlich und ganz in Ruhe laufen wir das wunderschöne Rennen. Ach Mensch, was für eine schöne Aussicht. Ach Mensch, ein paar Heuballen. Da springen wir mal drüber und wir failen direkt. Ja, Candlelight kann nicht mal so weit springen, dass sie die Heuballen richtig überqueren kann. Aber das ist nicht schlimm. Dafür sieht sie sehr, sehr hübsch aus. Muss man einfach sagen. Also ich glaube, Candlelight sei optisch eins meiner Lieblingspferde. Weil dieses Halloween-Pferd einfach wunderschön ist. Es ist einfach so, ist natürlich Geschmackssache auf jeden Fall, aber mir gefällt sie persönlich extrem gut. Ich folge einfach mal dem Pferd dort und hoffe, dass ich nicht so viel faile und würde sagen, ich halte mal die Klappe und lass uns einfach mal das Rennen mit Level 1 genießen. Hä, was? Ist es zu Ende? Okay. Was ist das jetzt? Wieso ist es jetzt plötzlich zu Ende? Habe ich irgendwas verpasst? Ich bin Platz 10 geworden. Das irritiert mich jetzt echt extrem. Warum? Es ist jetzt echt sehr seltsam irgendwie. Ich verstehe es nicht. Ja, Glückwunsch an Myra, Bianca und Alicia. Wir sind jetzt so schnell ins Ziel gekommen, dass wir alle verpasst haben, dahin zu kommen? Oder wie ist es? Oh, Leni kenne ich auch.
Die Leni. Ja, sowas. Eva, Platz 9. Schön. Okay. Platz 10. Hey. Wow. Es ist jetzt so schnell zu Ende gewesen. Ich glaube, ich muss mir da nochmal die Wiederholung angucken, was überhaupt passiert ist. Mega seltsam. Was war los? Was ist passiert? Hier, hä? Was war los? Voll die gute Frage. Ich glaube, die Zeit ist vorbei, weil jemand schon so schnell im Ziel war. Keine Ahnung, also Eva weiß auch nicht so richtig gerade, was los ist. Egal, ich werde mir die Wiederholung dann nochmal anschauen und bin echt gespannt, was ist. Aber ich muss sagen, Candlelight, sehr souverän das Ganze gemeistert, auf jeden Fall. Und für die Größe des Pferdes und des Erscheinungsbildes passt das Ganze irgendwie sehr gut. Ja, wir stehen doch hier ganz am Rand. Du wirst uns doch nicht... Du wirst uns doch nicht umfahren. Hallo? Hallo? Okay. Ja, er fährt uns doch halb um. Naja, egal. Wie dem auch sei, das erste Mal, weiß ich gar nicht, ist es das erste Mal, dass ich das Championat wieder geritten bin? Weil mir die Strecke so unglaublich anders vorkam, als wie ich es kenne. Kann durchaus sein, oder dass ich es einfach jetzt das zweite oder dritte Mal erst gemacht habe, seitdem Silverglade überarbeitet worden ist. Das ist sehr gut möglich. Sehr gut möglich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber kann schon sein. Falls es ein neuer Bug ist, wäre das echt mies. Ja, das kann auch sein. Es hat einfach aufgehört. Ich habe auch nicht irgendwie so eine Fahne verpasst. Ja, es hat halt einfach aufgehört. Ja, wer weiß. Vielleicht eben war da eine Cheaterin. Okay. Möglich. Wurde es gecheatet, dass es dann vorbei ist? Geht das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Denn ich war auch der Meinung, dass ich nicht gefailt habe und wir in Silverglade Championat sowieso genug Zeit eigentlich haben zwischen den Hindernissen. Okay, live dabei beim Cheaten. Kann auch sein. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Naja, egal, wie dem auch sei. Das denn den Teil, den wir hatten, der war auf jeden Fall sehr schön. Und damit würde ich nun erstmal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.